euch, Sie alle recht herzlich hier in diesem Raum. Da können Sie mal rausgucken, das sieht richtig schön aus, ein ganz toller Ort. Das ist hier so vor den Toren Kiels, glaube ich, der schönste Ort, den man sein kann, um eine Kieler Woche Pressekonferenz zu machen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir arbeiten auf das 131. Jahr Kieler Woche hin. Eine Pressekonferenz, glaube ich, die es in sich hat. Wir haben unsere Partner hier, die sich heute auch nochmal vorstellen in ihrem Programm. Und wie Sie sehen, haben wir auch so eine richtige bunte Reihe. Peter Ramcke, zum ersten Mal dabei hier auf diesem Platz, ist zuständig für den internationalen olympischen Teil. Auch da haben wir einige Neuerungen. Bisher hatten wir im Schnitt zwischen 4.000 bis 5.000 Segler und Seglerinnen aus 5 Nationen. Und das verkünden wir jetzt einfach mal ganz mutig auch für dieses Jahr. Ich gehe da fest von aus. Wir haben ja auch einiges zu bieten auf den ehemaligen Dreiecksbahnen. Und da würde ich jetzt gerne Peter Ramcke bitten, dass er als Organisationsleiter bisschen was erzählt, was da neu ist und was wir da bieten können. Ja, die Kieler Woche steht ja vor einigen wesentlichen Änderungen. Die Kieler Woche ist aktiv auf dem Sailing World Cup ausgestiegen, weil das passte nicht in das Konzept der Kieler Woche. Und man kann sagen, eigentlich der Segelsport verändert sich, und zwar unter den Anforderungen der Segler, der ISAF, aber auch unter Medien. Segelsport muss näher zum Anfassen werden. Die Kieler Woche ist jetzt Teil des European Champion Sailing Cup, eine neue Serie von 5 Regatten in der Kieler Woche, die durch die Kieler Woche initiiert worden ist, weil die Kieler Woche hat sich in dem neuen Konzept der ISAF nicht wiedergefunden. Und dieses Konzept, was wir dort entwickelt haben, geht dazu, dass wir eigentlich den Segelsport interessanter machen wollen, medienwirksamer, also kürzere Wettfahrten, mehr Wettfahrten und ein Format, was verständlich ist, wenn ich es mal so ausdrücken darf, was wir unseren Eltern erklären können und Nicht-Seglern erklären können, wo nicht ein 9. in einem Medal Race eine Goldmedaille bekommt, wie passiert in Weymouth bei den Olympischen Spielen. Das heißt, wir haben ein Finalrennen, nur mit 6 Booten auf ganz engem Raum, welches 20 Minuten ein Sieger ermittelt und wo der Sieger vorne mitsegeln muss. Ich kann nicht hinten mein privates Rennen fahren. Das ist völlig neu, das gibt es auch im Sailing World Cup nicht. Und wir haben eine Stufe davor, das heißt, wenn man das Format mal ganz erklärt, ist die Kieler Woche neu. Wir beginnen natürlich wieder mit Qualifikationswettfahrten. Wir beginnen mit danach einer sogenannten zweiten Stufe, wo aber die Teilnehmer in der Goldflotte auf 25 Boote reduziert ist. Das gibt es beim Sailing World Cup nicht. Das heißt, wir komprimieren die Leistung. Der Segler hat also ein dichtes Feld, was er auch sucht. Und wir haben damit Drama, wir haben Spannung. Grundtendenz Spannung pur, die Entscheidung wirklich erst im Finale. Es kann nicht sein, dass schon einer vorher Kieler Woche ist und das Finale nicht mitsegeln muss, sondern im Finale sehen wir den Kieler Woche-Sieger.